Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir machen heute mal wieder ein, na gut, ihr seht es nicht direkt im Hintergrund, ein 7-Minute-Squads. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache ein 7-Minute-Squads und zwar zu den erhaltenen Vorbesteller-Bonus-Packs, die ich ja übrigens erst am Freitag erhalten habe. Manche ja schon früher, bei manchen gab es einen Bug, wie bei mir, dass man die erst heute erhalten hat. Leider war es bei mir der Fall, aber okay, was willst du machen? Jetzt sollte mal der Shop bitte laden. Dieses Jahr ist es ja leider so, dass man nicht zwei Team of the Week Spieler erhält zur Leihe, sondern einen. Und zwar, wir werden auf jeden Fall um den das Squad bauen und um einen der Spieler aus den 15K-Sets. Und wenn wir da wirklich nur Schrott erhalten, dann um einen der beiden Ronaldos. Gucken wir mal. Erstmal gucken wir uns das Team of the Week an, das rausgekommen ist. Und zwar Mittwoch. Und zwar sind da einige... Okay, gut. Erstmal sehen wir jetzt noch hier im Hintergrund Wants to Watch natürlich. Die sind auch heute rausgekommen, deswegen mache ich es auch heute. Jamolenko und ich wäre glücklich. Also das wäre unnormal, wenn ich es jetzt schon siegen könnte, ihn jetzt schon siegen könnte. Ansonsten auch interessante Spieler bei Bruma. Beide die Aukata natürlich. Bernardeschi und Douglas Costa. Ansonsten natürlich Neymar, Salah, James, Mbappé und Lukaku, weiß ich wer alles noch. Leider kein Philipp, ich hätte sehr auf Philipp gehofft, hätte es gefeiert, aber was nicht sein soll, ist es halt, nicht. Wenigstens ein Dortmunder mit Jamolenko. Und das Team of the Week sehen wir hier unten nochmal einen kleinen Escharavi und darin einen Auber, Morata, Messi dann als Mittelstürmer, Brahimi sehen wir, Pjanic und. Sind zicke Spieler bei, unter anderem auch David Silva, wie man eben gesehen hat. Wir öffnen aber erst einmal die beiden Leihsets. Mann. Okay, jetzt. Erstmal das Ronaldo-Leihspieler-Set. Wir sehen ja mittlerweile dieses Jahr schon zum zweiten Mal eine Icon-Schnuppe, sage ich jetzt einfach mal. Wer die andere noch nicht gesehen hat, schaut das Hybrid-Ligen-Squad-Builder-Video an. Ja, da ziehen wir auch eine Icon. Nice auf jeden Fall, leider ja kein Walkout, weil es ein Leihspieler ist, aber er hat Five Star mittlerweile. Da hat die AD den Unmut ja, befolgt, sage ich jetzt mal, und daraus aus Four Star Five Star gemacht. Nice auf jeden Fall. Nächstes Leihspieler-Set vom Cristiano natürlich hier. Ja, gucken wir uns nochmal an hier so. Ein bisschen die Animation wenigstens, ist ja kein Walkout wie gesagt, aber immerhin der Ronaldo, der da auf der Karte aufblinkt. Mit seinen geilen Werten natürlich. Sieht schon nice aus. Auch mit dem Feuerwerk im Hintergrund. Geht auf jeden Fall klar. Nehmen wir auch gerne mit in den Verein. Und dann kommen wir schon zu den 15K-Sets, wovon wir natürlich einen verwenden können, hoffentlich, weil er gut ist. Wir werden sehen. Wir öffnen es. Sind übrigens auch keine 15K-Sets zum Once-to-Watch rausgekommen. Interessant auf jeden Fall. Oh, ein 83-Plus-Spieler, Leute. Kein Once-to-Watch. Hätte ja auch sein können. Ich weiß gar nicht, ob die eine schwarze Dings haben. Es ist Bernardo Silva, alles klar. Ich bin mir jetzt gerade nicht mal sicher, sind die untradable? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir dann wahrscheinlich um ihn das Squad bauen mit dem Inform, wenn wir da nicht jetzt noch einen besseren ziehen sollten. Ansonsten noch Anjama. Sie sind nicht untradable, jawohl. Der ist auch noch seine 5-6K wert scheinbar, gerne. Den nehme ich gerne mit in den Verein. So, ins rechte Mittelfeld erstmal hier rein. Und dann nehmen wir natürlich Aspekt so oder so noch mit hier. Ab in den Feiner mit. El Kaduri haben wir doppelt, da ist klar, den stoßen wir ab. Und dann kommen wir zum nächsten 15K-Set. Das erste, ja, das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Mann, Alter, was ist denn mit dem Shop los? Okay, Dele Alli, keine Ahnung, ist auf den nächsten Pack. Leider kein 83-Plus-Spieler, aber immer ein seltener. Ist er über 80? Ja, er ist über 80. Okay, Wendell, nee, der ist nicht über 80. Telles, alles klar, ne? Auch geile Werte am Start auf jeden Fall. Den nehmen wir dann natürlich nicht. Wir nehmen Bernardo Silva und den Inform, den wir gleich kriegen werden. So, 1000 Münzen dann noch hinten drin. Nice, nehme ich sehr gerne mit. Da waren es schon mal 8 oder 9K so. Wenn wir das beides haben. Also jetzt die 1000 Münzen und den Bernardo Silva werde ich auch noch verkaufen. Ja, ist nicht schlecht, würde ich sagen. Vielleicht behalte ich ihn auch für Money. Mal gucken. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Team der Woche Leihspieler-Set. Mal gucken, was wir kriegen, Leute. Vielleicht ja so ein Auber, wäre cool. Oder Messi, ja? Naja, wir werden es sehen, Leute. Er ist auf jeden Fall über 83 scheinbar.
Obwohl, muss nicht mal unbedingt sein. Oh, es ist alles klar, es ist ein 77er. Alles klar, aber das Geile ist, der ist sowieso sehr interessant, weil Sascha Bigalke in der dritten Liga, finde ich interessant, bin ich ehrlich, finde ich sehr interessant, werde ich auch dann hier einbauen natürlich. Allerdings muss ich jetzt mal gucken, wo, ob ich den wirklich als Stürmer spielen werde. Der ist mega klein, hat Forster. Ich würde ihn gerne als Mittelstürmer oder also als ZOM spielen. Nicht schlecht. Forster ist krass. Cool. Okay, dann werden wir gleich mal gucken. Wir werden gucken erstmal, was wir für eine Formation kriegen. Darauf kommt es ja natürlich auch an. So, ja. Alles klar. Okay. War jetzt natürlich nicht das idealste Inform-Pack, muss man sagen. Aber ist nicht so schlecht, auf jeden Fall. Nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Jo. Gut, dann machen wir jetzt die Augen zu, nicht, sondern wir gucken weg. Und ich werde gleich irgendwann stoppen. Jetzt. Okay. Okay, okay. Alles klar, ich habe mir nicht mal einen Timer rausgesucht. Alles klar. Was mache ich? Ich bin sehr gut prepared hier. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Scheint so. So, Leute, dann werden wir jetzt hier den Timer nehmen natürlich. Timer. 7 Minuten. Alles klar, Leute. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in 3, 2, 1 und go. So, der Timer läuft. Wir brauchen ein NLW um Sascha Bigalke und Bernardo Silva. Alles klar. Und dafür müssen wir natürlich in die dritte Liga gehen. Das ist, denke ich mal, logisch. Dass wir wenigstens erstmal einen vernünftigen Strongling finden. Zu Sascha Bigalke. Ja gut. Bigalke ist hier sogar als Zehner nochmal drin, alles klar. Wer spielt denn sonst noch bei Unterhaching, der vielleicht interessant sein könnte für einen Perfect Link? Oder sonstiges? Ja, rechts ist jetzt nicht so interessant. Ah, der ist der eine linke Mittelfeldspieler. Der war schon mal schnell. Das ist schon immer mal ganz gut auf jeden Fall. Nein. Hier der. Mann. Ja, so. Alles klar. Morris hier. Oder wie auch immer heißen mag. Nehmen wir gerne mit. So, Leute. Dann gucken wir mal weiter. Wie wir das jetzt hier anstellen können. Jetzt bräuchten wir hier natürlich einen Portugiesen-Link. Und das wäre schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Es geht vielleicht nicht mal so, wie ich das hier machen möchte. Gibt es einen Portugiesen in der Dingsliga, in der... Es gibt sogar zwei, bei Lotte und bei Hansa Rostock. Das würde jetzt aber auch nicht so viel bringen, um ehrlich zu sein. Wir könnten ja mal... Er sieht auf jeden Fall interessanter aus, wobei er eigentlich besser ist in fast allen Werten. Nehmen wir erstmal mit, jetzt gucken wir, ob wir das so irgendwie machen können, wenn wir das hier so hinstellen. Und dann hier vielleicht noch ein Strongling für ihn von Rostock mitnehmen. Und Rostock ein vernünftiges Ding ist halt, das wird ein übelstes. Rostock, sag ich schon, wo spielt der? Lotte war das, ne? Ja, ich weiß dabei, dass wir den von Rostock mitgenommen haben. Lotte. Sportfreunde Lotte, genau. Oh, Day hat eigentlich nicht mal so schlechte Werte für sein Rating, um ehrlich zu sein. Aber Polen, dann haben wir noch eine Nation, die mega schwer zu verlinken sein wird. Wendell geht nicht. Das ist halt der einzige, der geht, ne? Nehmen wir mal mit. So, Leute. Dann nehmen wir hier als Rechtsverteidiger, denke ich mal. Ja. Als Rechtsverteidiger einfach Danilo oder so. Müsste ja da spielen. Ja, oder Walker. Aber der ist mega teuer. Und den werde ich sicherlich nicht hier einbauen. So, Danilo. Ist klar. So. Und dann könnten wir hier natürlich mit einem aus der zweiten Liga gehen. Ach, dritten Liga natürlich. Der irgendeine andere Nation hat, die wir da irgendwie verbauen können, Leute. Natürlich würde ihm Check gehen. Hat nicht mal so schlechte Werte. Aber haben die gar keine Goldspieler weiter irgendwie, außer Bigalke. Nur Bigalke, alles klar, Silberspieler. Na gut, Gordon noch von Karlsruhe. Na okay, dann ist er schon mit der Beste, was ich hier sehe. Gut, dann stellen wir ihn mal dahin. So, und dann werden wir hier in der US-amerikanischen Nation gehen. Es geht gerade nicht mehr, wie ich das machen wollte. Okay, also... So, wie ich das machen wollte, geht's nicht mal. Okay,
Muss ich jetzt mal überlegen. Polnischer ZDM irgendwie. Das Ding ist halt, das wird so ein schlechtes Team, ne? Krychowiak, ja, theoretisch. Aber Premier League haben wir schon. Bundesliga. Wir könnten in die Bundesliga gehen. Aber da spielt, die haben keinen portugiesischen Innenverteidiger. Das wäre mega günstig gewesen. Und ein ZM oder so, der vielleicht einen portugiesischen Innenverteidiger hat, wo ich das jetzt auf die Schnelle weiß. Hiervon wüsste ich jetzt nicht, dass die ja irgendwo einen portugiesischen Innenverteidiger haben. Portugiesischer ZM. Natürlich, aber Glick ist halt doch schon ganz schön teuer, muss man sagen, ne? Geht das überhaupt irgendwie hier? Dann hier mit Glick. So. Denn hier nochmal. Ja, aber dann haben wir das Problem. Was machen wir denn im Tor und in der Abwehr hier? Okay. Dann haben wir jetzt noch 2 Minuten 13. Versuchen hier mal auf ihn zu scheißen. Irgendeinen anderen ZM zu nehmen. Wir könnten auch theoretisch einen Deutschen. Nee, dann bräuchten wir noch einen Strongling. Ich nehme jetzt einen hier aus der dritten Liga. Den man irgendwo. Dann brauchen wir für den auch nochmal einen Strongling. Das ist doch alles kacke. Meine dritte Liga ist halt richtig räudig, Leute. Wir könnten. Ja, okay, das ist das Einfachste. Wir machen das jetzt mit den beiden. So, dann machen wir. Obwohl. Das geht ja auch nicht. Geht ja trotzdem nicht. Jetzt hier in der portugiesischen zu nehmen. Und dann bringt. Sind wir ja auch nicht weiter, als wie wir es vorher machen wollten mit dem US-Amerikaner dort. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich bin gerade echt überfragt, Leute. Das ist echt räudig. Dritte Liga ist halt echt scheiße zu verbauen. Zumal er ja auch noch hier irgendwie Chemie braucht. Jawohl. Gut. Wir könnten natürlich hier über Emre Can oder sowas gehen. Der ist halt zwar auch mega teuer für so ein Team, aber okay. Emre Can und dann hier halt irgendeinen Deutschen nochmal nehmen. Muss ja nicht mal aus der Dingsliga sein. Dann können wir jetzt endlich in die Bundesliga gehen. Dann haben wir nochmal einen goldenen irgendwie. Sie einfach schlag mich tot. Rudi habe ich sogar im Verein, glaube ich, genau. So, und jetzt könnten wir hier natürlich nur mit Weaklings weitermachen für Emre Can. Also das würde nicht gehen. Hier in Deutschen noch mal. Doch, hier geht, das geht so. Wir haben noch 23 Sekunden laut dem Timer, den ich hier habe. Ich hoffe, ich kann in dem Video irgendwie synchron schneiden dazu, dass es passt. Nehmen wir hier Geist. Hier, weiß ich nicht. Ja, warum jetzt nicht Dings? Oh, so sinnlos. Okay, 8 Sekunden. Ja, gut, wir werden das jetzt nicht mehr ganz schaffen. Leider, leider. Ja. Timer ist abgelaufen. Wir hören es, jawohl. Ja, schließen. Okay, Leute, ich mache das jetzt hier noch schnell fertig, würde ich sagen. Nehmen wir meinetwegen Wollscheid. So. Und dann gehen wir hier, ist denke ich mal klar. Okay, gut, ja, so kann man es machen. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier kurz den, also ich mache jetzt hier kurz einen Cut. Dann zeige ich euch das Team, wie ich es fertig gebaut habe. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, Leute, wir haben das ja nicht so ganz hundertprozentig in der Zeit geschafft. Am Ende haben wir jetzt zwar doch noch irgendwie ein Chemiesystem reinbekommen und das dann auch verpackt in ein NLW natürlich. Wie wir hier im Hintergrund sehen, ich habe es vervollständigt, so wie es irgendwie einigermaßen billig war. Ich habe mich sogar dazu verleiten lassen, hier ein Inform aus der zweiten Liga hinzustellen, einfach weil er coole Werte hat. Auch aus dem aktuellen Team of the Week übrigens. Ja, fand ich ganz nice eigentlich. Hat wie gesagt gute Werte, ist groß. Hat mich den Mindestpreis gekostet. Also ich könnte für nicht mal 28 Münzen minus abstoßen, was ich dann wahrscheinlich auch machen muss, weil den kauft eh keiner, aber okay. Ansonsten seht ihr es hier, Schwab und Tarski sind das Innenverteidiger-Duo geworden, einigermaßen schnell beide.
Leider gibt's Kombarov, der eigentliche Linksverteidiger oder der bessere Linksverteidiger. Den gibt's nur für 10k auf dem Markt und dafür werde ich ihn weiß Gott nicht kaufen. Dafür habe ich mir jetzt TGF hier reingestellt. Zoe ins Tor. Ich hätte es auch bei Ace natürlich tauschen können, dass ich hier den Linksverteidiger von PSV Eindhoven nehme und da den Torhüter von Spartak. Aber ich habe es jetzt so gemacht. Danilo, wie gesagt, gekauft. Can. Ich habe mir mal Götzen gestellt, dass ich noch ein bisschen einen offensiveren Part habe. Einfach, ich wollte ihn mal ausprobieren. Den haben sie ja ganz schön runter downgraded. Natürlich hat das letzte Jahr nicht so wirklich gespielt. Ganz schön langsam geworden, aber kommt, wir geben ihm eine Chance, er hat geiles Dribbling, guten Passwert, Schuss ist hinnehmbar, mal gucken, was er da überhaupt so hat. Ja, wird man sehen, wie er sich machen wird. Wir können uns ja hier auch nochmal die Ingame-Stats von Bigalke angucken, mega schnell mit 94 Antritt und den 80 Sprintgeschwindigkeit ist zwar nicht so krass, aber 94 Antritt ist schon geil. 79 Abschuss geht klar, Freistöße kann er scheinbar schießen. Hat eine 99er Balance und 99er Beweglichkeit, das heißt richtig geil fürs Dribbling geeignet, hat der Force Skills, Force Weak Foot. Ja, ansonsten natürlich mega schwach von der Körperstärke her. Er hat eine einigermaßen gute Sprungkraft, aber Kopfbälle kannst du mit ihm vergessen, er ist ja eigentlich auch eher ein 10er Typ als ein Stürmer. Aber okay, wir haben keine 10er Formation bekommen, hier sind überall Mücken bei mir drin. Deswegen müssen wir das so machen. Wir spielen jetzt in der Four Champions Quali mal, ja, einfach nur um es auszuprobieren. Wie er, ja, wie das Team hier performen kann. Er hat keinen Bock, alles klar. Ja, ich würde sagen, wir suchen den Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir sein Team sehen. Der Typ hatte sogar ein High als Heimtrikot, das Dresden-Trikot. Wir haben ja in Dresden ZDM drin mit Konrad. Er hat ein BPL-Team mit unter anderem Islam Slimani, meine ich. Ansonsten Sigurdsson noch, der auch einen Once-to-Watch bekommen hat, aber auch nicht so schnell das Team, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt wenige, die zum Beispiel Noble spielen als ZDM, der ist mega langsam. Er hat als Außenverteidiger nur einen Innenverteidiger rechts gehabt, links habe ich jetzt nicht gesehen. Die Innenverteidigung war aber mit Chambers zum Beispiel, heißt sie Chambers? Der von Arsenal, der Non-Ware-Spieler heißt ja Chambers, ich glaube. Ist auch nicht so schnell, also er hat auch keine so schnelle Abwehr oder kein so schnelles Team an sich, mal gucken. Das hat ja immer nichts zu sagen, ich meine, das Team war an sich nicht mal so schlecht, das ist ein solides Starter-BPA-Team, würde ich sagen, Non-Rare sehr viel, aber, ja. Ich würde sagen, Leute, wir starten rein, gucken, wie wir hier performen können. Mega schnelle Drehung hier. Longshot OP, oh, da hat der Keeper seine Probleme, weil er nochmal abgefälscht wurde. Das wollte ich nicht, der hat die Schusstäuschung oder halt Flankentäuschung nicht angenommen. War halt auch ungünstig, weil der Ball gerade in der Luft war. Schöner Pass auf Morris. Aber die Flanke wäre sowieso scheiße gewesen. Gut. Wir haben halt auch keinen Kopfballstarken drin. Also ich brauche gar nicht versuchen, da hohe Flanken zu schlagen. Selbst wenn ich über die Außen gehen kann. Gut, von Danilo da. Das bringt mir halt nichts. Also ich kann höchstens in der Mitte ziehen. Mit Bernardo Silva weiß ich, geht es. Weil er Linksfuß ist zum Beispiel. Ich wollte eigentlich zurück auf Bigalke. Wobei da glaube ich gerade Emre Can in der Mitte war, gut, hätte ich flanken können. Stark, oh. Da hat er sich den Ball richtig geil vorbeigelegt noch an den Gegner. Wobei der eigentlich in einer sehr guten Position gewesen wäre zu tackeln. Da hätten wir den Ball auch verloren, aber er hat ihn da richtig geschickt auch so vorbeigelegt. Und, oh, gute Parade mal von Zoe da hinten. Ja. Nicht schlecht von Bigalke. Schön von Götze. Jetzt, oh, er bringt den Passer ja nicht auf Bernardo Silva durch. Schade. Richtig geil vorbeigelegt da. Richtig geiles Dribbling. Das ist natürlich mit seiner größte Stärke. Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht. Bernardo Silva jetzt mit der Ecke. Und wir ziehen da jetzt einfach mal den Gegner ein bisschen raus. Hoffen, dass da vielleicht einer von uns gut einläuft. Ja, die kam nicht mal so schlecht. Jetzt müssen wir hier natürlich den Ball kriegen. Götze ist da im Sprintduell schneller am Ball als Berahino. Kommt da wieder gut durch. Oh, und da, der ist sogar drin. Ich pack's nicht. Okay, das war traurig eigentlich, dass der reingeht. Der Ball ist auch mega lucky zu Konrad. Okay, Konrad war's. Der Dresden Endform gekommen. Gucken wir nochmal, wie das Ganze, ja, eigentlich wollte ich den Ball auf, ich weiß gar nicht, Bigalke, glaube ich, spielen. Der Gegner fällt ihn genau zu Konrad ab und der schießt ihn irgendwie durch die Beine ins Tor, alles klar, also mega lucky Goal, aber Tor ist Tor, nehme ich mit.
Nein. Oh, gute Parade von Soe da am Tor. So, bitte mit Danilo da. Schöner Seitenwechsel jetzt erstmal hier. Jawohl, jetzt haben wir mal hier Platz mit Maurice, aber wir können da nicht kontern und den Flügel da langrennen, sondern es ist Halbzeit. Führen 1-0 zur Halbzeit, das Tor war sehr lucky, muss man sagen. Ich möchte jetzt mal gucken, wie die Spielanteile vergeben sind da. Ja, verdient, ich weiß nicht, ist ausgeglichen, würde ich behaupten. Ja, okay, er ist halt von den Chancen her überlegen, er hatte 3-4 Ecken hintereinander, daher auch die 5 Schüsse. Halt immer Kopfball auf Tor und so und dann halt abgewehrt zur Ecke. War 3-4 Mal hintereinander, dadurch hier vielen Schüsse. Wir halt mit 2 Schüssen, aber mehr Ballbesitz, deutlich mehr Ballbesitz, 60-40. Ich denke, das Spiel ist ausgeglichen. Das Tor war natürlich mega lucky. Er heißt übrigens SG Dynamo Dresden. Kassiert natürlich von dem Dresdner das unglücklichste Tor überhaupt. Aber okay, wir machen weiter. Vielleicht können wir uns jetzt nochmal den Sieg, wenn wir es über die Zeit bringen und ihn uns auch verdienen. Hoffen wir es. Oh ja, der 5-Star-Weakfoot ist da. Hat ja Sigurdsson, glaube ich. Also letztes Jahr das, glaube ich, gehabt. Ich hoffe, ich labere jetzt hier kein Mist. Aber ich glaube, er hat 5-Star-Weakfoot. Wie dem auch sei, er haut ihn in den Winkel da. Longshot sowieso OP, aber der ist schon nicht schlecht. Und er hat halt auch gute Longshot-Werte. Er hat die 5-Star-Weakfoot, der darf das auf jeden Fall mal machen, würde ich sagen. Hier das Foul, aber wir machen weiter. Dürfen nicht weitermachen, alles klar, EA. Okay. Schlagen wir hier mal die Flanke in die Mitte, würde ich sagen. Die Galke. Vielleicht nicht im Abseits. Mücke hier, Easter. Der wäre nicht mal im Abseits gewesen. Okay, da hätte ich den Ball vielleicht besser annehmen sollen mit Bigalke, aber okay. Freistoßtaktik war nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Scheinbar. Jetzt hat er wieder ein bisschen Platz hier auf dem Flügel. Das heißt, schön auf Bernardo Silva wieder. Oh, der Keeper hält ihn. Na gut, den hätte er auch halten müssen, um ehrlich zu sein. Schön von Taski. Mein Gott, warum pfeift er denn da? Ich habe mich so theoretisch mit Götze und ich glaube Götze in einer guten Position begangen. Ja doch, ich habe mich so in eine gute Situation gebracht mit Götze mit der schönen Drehung da. Und da pfeift er den Vorteil ab, das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Bitte. Schöner Trick von Bigalke da. Und der Pass auf Götze in den freien Raum. Der hat die 4-Star Weakfoot, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Aber der hat auf jeden Fall den Weakfoot da in dem Sinne, um den reinzumachen. Richtig schönes Dribbling da von Bigalke. Mega enge Ballführung. Auch sehr beweglich, hat man da gesehen. Den neuen Trick gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie man den genau macht, aber okay. Nice Sache. Guter Pass dann auch auf Götze. Und der macht das 2-1. Denke ich, war nice rausgespielt auf jeden Fall. Da hat seine Zuordnung in der Defensive auf jeden Fall nicht gestimmt. Und ja, das haben wir eiskalt ausgenutzt. Jetzt dürfen wir hier aber... Ja, okay, Longshot, ja. Schön gehalten von Soe wieder. Also Longshots, da müssen wir richtig aufpassen. Gut, die Flanke blockiert und dann den Pass in die Mitte nicht verhindert. Sigurdsson und Soe kriegt das Bein noch ran. Oh mein Gott, Alter. Der hält sich hier, oder die schießen Soe einfach mal berühmt heute. Richtig krasse Parade da, Leute. Der Gegner kommt halt jetzt auch zu Chancen. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht noch wieder eins fangen hier. Schön von Bigalke. Nein, warum läuft er denn auf außen? Warum läuft Bernardo Silva da auf außen? Läuft er dann in die Mitte rein, in die Gasse, wo ich ihn hinspielen wollte auch? Wäre das safe, das 3-1 gewesen. Aber okay, Leute, wir gewinnen das Spiel auch so. Am Ende, ja, unverdient ist halt bitter. Für den Gegner gewesen. Dass er da auch seine Chancen nicht mehr gemacht hat. Hier Konrad, Man of the Match. Bigalke mit einer Vorlage, die Tore bei Konrad und Götze. Bernardo Silva nicht wirklich im Spiel integriert worden, weil er da auf den Flügeln irgendwie nicht so brauchbar war. In dieser Formation ging es besser, sich durch die Mitte durchzusetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bigalke auch eine richtig geile Karte auf jeden Fall. Also dafür, dass er in der dritten Liga spielt, hier sehen wir es übrigens nochmal mit den Schüssen, ist er klar überlegen. Hat er halt auch viele Longshots in der zweiten Halbzeit rausgehauen. Ballbesitz haben wir mehr. Ja... Ein bisschen lucky natürlich mit dem ersten Tor da, aber okay, nehme ich gerne mit den Sieg. Wie gesagt, Bigalke in richtig geiler Inform, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Verzeihung.
nicht für den Sturm geeignet, wie ich finde. Er ist nicht für den Sturm, jedenfalls nicht als Einzelstürmer. Dafür ist er nicht geeignet. Ich würde ihn eher auf der 10 sehen, als auf der 9 da vorne drin. Er gefällt mir auf der 10 sicherlich besser. Er ist schnell, wendig, hat gute Pässe am Start. Ja, Schuss, er ist halt kein Longshot-Meister oder so. Er ist halt zwar auch vom Abschluss am stärksten, aber man kann ja auch mit einem 10er den Abschluss ausnutzen, wenn man in den Strafraum reinzieht. Also von daher, ich würde ihn eher auf der 10 spielen, euch da empfehlen. Er ist ein echt geiler Spieler. Er kostet halt so gut wie nichts, Leute. Hat mega geile Werte eigentlich. Das geht echt klar. Und ja, ich würde sagen, damit war es denn auch von der ersten Episode 7 Minute Squads. Ich denke, ein interessantes Hybrid ist es sogar geworden mit 1, 2, 3, 4, 5 Nationen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ligen. Ist, denke ich mal, ganz nice geworden. Zwar nicht hundertprozentig in der Zeit, aber trotzdem, denke ich mal, wie gesagt, ein interessantes Team. Natürlich mit der dritten Liga hier sogar mit drinne. Wirklich ein geiler Inform. Bernardo Silva, ich denke mal, auch ein geiler Spieler, aber halt nicht in der Formation so integriert gewesen, wie gesagt. Trotzdem nice. Ich würde sagen, das war's von dieser Episode. Bis dann. Haut rein!